Lange haben wir uns darauf gefreut und nun ist es endlich da. Das 7-Sterne-Glurak-Raid-Event in Karmesin und Purpur ist heute offiziell gestartet. Alles, was ihr wissen müsst, welche Belohnungen es gibt und welche Pokémon ihr für diese Raids mitbringen solltet, das erzähle ich euch in diesem Video. Doch zuvor noch ein kurzer Shoutout an den Sponsor des heutigen Videos. Und zwar Instant Gaming. Falls ihr kurz vor der Weihnachtszeit noch auf der Suche nach einem neuen Spiel oder vielleicht einem Geschenk für jemanden seid, dann schaut gerne bei Instant Gaming vorbei. Dort gibt es nämlich zahlreiche Games, Online-Mitgliedschaften und Shopguthaben für wirklich günstige Preise. So ist zum Beispiel auch die Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft für 12 Monate 25% reduziert. Was nice ist, denn die brauchen wir, um online das Glurak-Raid-Event zu spielen. Also schaut gerne bei Instant Gaming vorbei. Okay, um das Glurak-Event spielen zu können, müsst ihr euer Spiel erstmal auf die Version 1.1.0 updaten. Dieser Patch ging nämlich heute zeitgleich mit dem Event live und hat einige Probleme im Spiel gefixt, wie zum Beispiel, dass die Musik der Top 4 nicht richtig abgespielt wurde oder dass Pokémon nicht ihre Augen schließen, wenn sie eingeschlafen sind. Ich meine, das sieht halt auch ziemlich gruselig aus. Also falls ihr gedacht habt, das wird der performance-boostende Patch, der das Spiel auf 4K 60 FPS mit Raytracing anhebt, nicht so ganz. Also updatet auf jeden Fall kurz euer Spiel, damit ihr Glurak bekämpfen könnt. Ganz wichtig allerdings, um diese 7 Sterne Glurak Raids in eurem Spielstand überhaupt finden zu können, müsst ihr das Spiel durchgespielt und die Möglichkeit haben, 6 Sterne Raids bei euch herauszufordern. Ansonsten tauchen die 7 Sterne Glurak Raids nicht bei euch auf. Aber ihr könnt alternativ online den Raids anderer Spieler joinen, wenn diese einen Glurak Raid hosten. Aber ihr solltet trotzdem mit wirklich starken Pokémon in diesen Raid gehen. Wenn ihr jetzt mit euren Level 50 kurz vor Durchspiel-Pokémon in diesen Raid geht, dann wird das vermutlich nicht so gut enden. Manche von euch sind bestimmt noch nicht mit dem Spiel durch und denken sich jetzt vielleicht, ich will jetzt eigentlich nicht extra durchs Spiel rushen, nur damit ich dieses Glurak-Event spielen kann. Keine Sorge, das Event findet nämlich zweimal statt. Einmal dieses Wochenende vom 2. bis zum 4. Dezember und dann in 2 Wochen nochmal vom 16. bis zum 18. Dezember. Also falls ihr das Event jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht mitnehmen könnt, habt ihr in 2 Wochen nochmal die Gelegenheit. Okay, doch was wissen wir jetzt über dieses 7-Sterne-Glurak an sich? Nun, das Glurak, dem wir in diesen Raids begegnen, ist bei jedem Spieler dasselbe Glurak. Das bedeutet, es ist immer vom Thera-Typ Drache, es ist immer auf Level 100 und es hat immer die versteckte Fähigkeit Solarkraft. Außerdem trägt es ein besonderes Band, wenn ihr es fangt, das ihm den Titel Titan gibt. Was auch der Titel ist, den es trägt, wenn ihr es im Kampf herausfordert. Das hat keinen weiteren Mehrwert, das sieht einfach nur ziemlich cool aus. Und nein, das Glurak in diesen Raids kann nicht shiny sein. Aber ihr könnt das Glurak später züchten und Glumanda aus Eiern ausbrüten. Und diese können wiederum natürlich shiny sein. Also ja, es gibt jetzt auch theoretisch die Möglichkeit, shiny Glurak in dem Spiel zu bekommen. Generell ist dieses Event aber aktuell die einzige Möglichkeit, ein Glurak zu bekommen, da es dieses Pokémon normalerweise nicht in Paldea gibt. Ich hasse das übrigens, wenn Game Freak wieder die Kanto-Starter pusht, aber dann auch nur Glurak und Bisasam und Shiggy einfach komplett außen vor lässt. Aber ich will nicht lügen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen biased. Der Grund dafür, dass dieses Glurak bei jedem Spieler gleich ist, ist, dass ihr dieses auch nur einmal pro Spielstand fangen könnt. Aber selbst wenn ihr das Glurak schon gefangen habt, könnt ihr die Raids natürlich immer noch weiterspielen und euch immer noch die Item-Belohnungen daraus sichern. Und die sind wirklich richtig gut, aber dazu später mehr. Neben dem Glurak gibt es jetzt auch Event-Raids für Florges und Mimikma im Spiel. An sich sind das ganz normale Raids, die können in allen möglichen Thera-Typen auftauchen, wie immer. Die tauchen jetzt einfach nur quasi vermehrt in euren Spielen auf. Ich schätze, Game Freak hat das gemacht, damit wir easy Zugriff auf relativ starke Feen-Pokémon für das Event haben. Aber wir sprechen gleich noch darüber, welche Pokémon ich euch für diese Raids empfehlen würde. Um euch das Glurak-Event herunterzuladen, geht ihr einfach einmal hier ins Poképortal, auf den Reiter Geheimgeschenk und dann auf die Poképortal-Neuigkeiten. Ich habe gelesen, dass sich die Raids auch bei einigen von euch automatisch aktualisiert haben, aber falls ihr keinen Glurak-Raid habt, dann checkt auf jeden Fall zunächst mal die Poképortal-News. Die Event-Raids sind natürlich auch wie immer direkt auf der Karte erkennbar. Das sind die Raids, die so ein ominöses Leuchten um sich herum haben. Und Glurak erkennt ihr natürlich wie die 6-Sterne-Raids an den schwarzen Icons auf der Map. Hier noch ein kleiner Tipp, standardmäßig spawnt nur einmal am Tag ein Glurak-Raid bei euch. Wenn ihr den also schon gemacht habt, geht ihr einfach einmal in das Home-Menü eurer Switch und stellt das Datum eurer Konsole einen Tag vor und dann habt ihr wieder einen neuen Glurak-Raid bei euch. By the way, streamen wir dieses Event auch dieses Wochenende auf meinem Twitch-Kanal, twitch.tv/fanmatetim. Schaut dort also gerne vorbei und lasst uns gemeinsam Glurak herausfordern. Okay, sprechen wir jetzt, wie gesagt, über die Item-Drops. Dafür schauen wir uns hier nochmal kurz die Übersicht von Serebii an. Und wie
gesagt, Florges und Mimikma sind hier jetzt nicht so spannend, aber die Drops von Glurak, die wir hier sehen. Wir haben somit in jedem Raid garantiert 6 EP Bonbon L, 4 XL, 5 Flaschen Calcium, 15 Terastücke Drache, eine Hitzekoller TM und ein Fähigkeitenpflaster. Richtig, bei diesem Raid-Event hat man garantierte Fähigkeitenpflaster. Und das sind somit unter die seltensten Items im Spiel, die aber für einige Pokémon wirklich wichtig sind, ganz besonders, wenn man jetzt Rank-Matches austragen will. Ich habe zum Beispiel bei meinem ersten Test-Raid 24 L-Bonbons und 20 Flaschen Calcium in einem einzigen Kampf gewonnen. Also allein für die Item-Drops lohnt sich das Event wirklich massiv. Doch wie schwer ist der 7-Sterne-Raid nun wirklich? Welche Pokémon sollte man dafür mitnehmen? Und kann man den eigentlich auch alleine schaffen? Wie schon gesagt, der Glurak-Raid ist gar nicht so schwer, wie man sich jetzt vielleicht denkt. Ich habe meinen Test-Raid zum Beispiel offline mit 3 NPC-Charakteren gemacht und habe es mit einem Bauchtrommel Azumarill eigentlich ohne größere Probleme geschafft. Und ein großer Grund dafür sind die Attacken, die das Glurak beherrscht. Glurak hat generell einen ziemlich gigantischen Movepool mit Attacken von gefühlt jedem möglichen Typen. Und bei dem Raid-Event hat es insgesamt 8 Attacken, die es gleichzeitig anwenden kann. Diese Attacken sind Drachenpuls, Feuersturm, Orkan, Fokusstoß, Hitzekoller, Terra-Ausbruch, Sonnentag und Inferno. Aber was ganz wichtig ist, dieses Glurak hat keine Stahl- und keine Pflanzenattacken, was schon mal alle Feen-Pokémon für diesen Raid sehr aufatmen lässt. Außerdem hat Glurak auch wirklich viele Attacken, die daneben gehen können. Ich meine, Orkan, Feuersturm, Fokusstoß. Ich meine, er trifft schon einen Fokusstoß, habe ich recht? Wie gesagt, man kann dieses Event wirklich ohne große Probleme auch mit NPC-Charakteren gewinnen. Und daher möchte ich euch nun einige Pokémon vorstellen, die ich für dieses Event empfehlen würde. Angefangen natürlich mit Azumarill. Das ist so ziemlich das Pokémon, das alle für dieses Event vorbereitet haben und mit dem ich hier auch beim Testing sehr gute Erfolge einfahren konnte. Azumarill hat die Fähigkeit Kraftkoloss, was automatisch den physischen Angriff dieses Pokémon verdoppelt. Außerdem spielen wir es mit einem harten Wesen, um den Angriff zu erhöhen. Und als Moveset spiele ich Knuddler, Bauchtrommel, Wasser Ring und rechte Hand. Außerdem geben wir ihm noch eine Zitrobeere als tragbares Item. Die Strategie ist hierbei, dass wir in der ersten Runde unsere Verteidigung mithilfe der Cheers boosten, was die NPCs in der ersten Runde immer automatisch machen, wenn ihr mit denen zusammen raidet. Dann drücken wir einmal Bauchtrommel und heilen einen Teil unserer KP mit der Zitrobeere. Und anschließend können wir einfach Knuddler spammen, da Glurak ja bekanntlich vom Typ Drache ist. Und ja, ich würde euch natürlich empfehlen, dass ihr jedes Pokémon, das ihr hier benutzt, auch mit dem Terra-Typen Fee spielt. Aus genau dem Grund. Wenn ihr jetzt online mit anderen Azumarill zusammenspielt, ist es relativ wichtig, dass nicht alle gleichzeitig Bauchtrommel spammen, sondern dass erst jemand die Verteidigung boostet und hinterher jemand heilt, während die anderen sich mit Bauchtrommel setupen. Ansonsten könnte es passieren, dass ihr in der ersten Runde einfach alle massiven Schaden bekommt und keiner so wirklich seinen Angriff durchbekommt. Es gab übrigens in den letzten Wochen einen Bug, wenn man in Raids die Attacke Knuddler benutzt hat, sodass manchmal einfach das Menü im Spiel gefreezed ist und man keine Attacke einsetzen konnte, während der Timer immer weiter runter lief. Ja, das war sehr fair und spaßig. Ich hatte das jetzt hier beim Testen noch nicht. Ich bin aber nicht sicher, ob das neue Update dieses Problem behoben hat. Generell hat Azumarill aber ein sehr gutes Matchup, da Glurak keinen Solarstrahl im Set hat. Oh, und die EVs, die wir hier investieren, sind 252 in Angriff und 252 in Spezialverteidigung. Normalerweise würde ich bei Raids ja immer in den KP-Wert investieren, aber da Glurak hier nur spezielle Angriffe hat, können wir auch genauso gut in die Spezialverteidigung investieren. Genereller Tipp aber, wenn Glurak zu viel Schaden genommen hat, dann erzeugt es wie alle anderen Raid-Pokémon ein Schild um sich herum und negiert eure Status-Boosts und eure Fähigkeit. Also nehmt euch wirklich zu Beginn des Matches die Zeit und setupt eure Pokémon ordentlich, damit ihr einfach direkt massiven Damage spielen könnt, bevor er sein Schild aufsetzt. Das nächste Pokémon, auf das auch viele Leute schwören, ist dann der neue Feenhund Buckel. Buckel hat nämlich eine sehr interessante Fähigkeit namens Knusperkruste, die alle Feuerattacken, die auf es eingesetzt werden, absorbiert. Was für Glurak natürlich absolut perfekt ist. Wir spielen es ebenfalls mit einem harten Wesen und mit den Attacken Knuddler, Jauler, Standpauke und rechte Hand. Als Item habe ich gesehen, dass einige Leute dafür ein Fähigkeitenschild spielen. Der sorgt dafür, dass seine Fähigkeit nicht geändert werden kann. Und Buckel ist wirklich nice, wenn ihr damit in Vierer-Squads antretet. Denn Jauler erhöht sowohl den Angriff von Buckel als auch den Angriff der Mitstreiter, wodurch sich alle Buckel gegenseitig boosten. Und mit Standpauke kann es noch den Spezialangriff von Glurak senken, wenn das nötig ist. Und danach kann Buckel natürlich ebenfalls einfach mit Knuddler reinhauen. Wenn ihr wiederum das Gefühl habt, dass ihr noch einen Supporter in eurem Team braucht, dann kann ich euch nur Olangar empfehlen. Das ist vermutlich das beste
bestes Support-Pokémon für dieses Event. Denn Ulangar hat die Fähigkeit Strolch, was dafür sorgt, dass es mit Status-Attacken immer zuerst angreift. Ich würde hier dann ein sachtes Wesen spielen, das die Spezialverteidigung erhöht, und wir nutzen die Attacken Seelenbruch, Lichtschild, Donnerwelle und Trugtränen. Und wir geben ihm noch ein Lichtleben zum Tragen. Die Strategie hierbei ist, dass Ulangar in der ersten Runde Lichtschild einsetzt, welchen es durch seine Fähigkeit garantiert als erstes rausbekommt, und durch den Lichtleben hält dieser auch keine 5 Runden, sondern gleich 8 Runden. Und der Lichtschild halbiert den Schaden, den Glurak mit seinen speziellen Attacken anrichtet. Dann haben wir noch Donnerwelle, um Glurak zu paralysieren, und mit Trugträne kann man die Spezialverteidigung um 2 Stufen senken. Was sehr nice ist, wenn ihr Ulangar mit anderen Spezialangreifern zusammen kombiniert, welches dadurch besonders gut mit dem nächsten Pokémon zusammenpasst, und zwar Felinara. Felinara ist generell eines der stärksten speziell offensiven Feen-Pokémon im Spiel, und das liegt nicht zuletzt an seiner versteckten Fähigkeit Feenschicht. Feenschicht sorgt nämlich dafür, dass alle Normalattacken zu Feenattacken werden und diese nochmal um 20% extra verstärkt werden. Wir spielen hier ein mäßiges Wesen, um den Spezialangriff weiter zu erhöhen, und die Attacken Schallwelle, Gedankengut, Lichtschild und Mondgewalt. Und dann vielleicht noch irgendein Damage-boostendes Item, wie zum Beispiel die Schlaubrille. Im Grunde ist die Strategie hier einfach, mit Felinara in den ersten Runden Gedankengut zu spammen, denn das erhöht sowohl den Spezialangriff als auch die Spezialverteidigung. Somit bekommt man zunehmend weniger Schaden von Glurak und kann in aller Ruhe seinen Angriff vorbereiten. Was, wie gesagt, vor allem mit Ulangar zusammen als Supporter sehr gut synergiert, denn Ulangar kann auch noch die Spezialverteidigung von Glurak senken. Und eine Schallwelle zerberstet dieses Glurak danach einfach. Natürlich ist Felinara jetzt nicht ganz so zugänglich, weil man erst die versteckte Fähigkeit dafür braucht. Aber falls ihr vielleicht noch vom Evoli-Event eines mit einer versteckten Fähigkeit habt oder ein Fähigkeitenpflaster rumfliegen habt, dann kann ich das definitiv empfehlen. Und ich denke, gerade mit Ulangar zusammen ist es eine der verlässlichsten Teamstrategien, die man hier benutzen kann. Es gibt natürlich noch mehr Pokémon, die ihr bei diesem Raid-Event spielen könnt, wie zum Beispiel Florges, Mimikma, Silembrim oder Flatterhaar zum Beispiel. Generell Feen-Pokémon sind einfach unverzichtbar bei diesem Event. Wichtig ist einfach, dass ihr ein solides Team habt, euch die Zeit nehmt, am Anfang ordentlich zu setupen und danach priorisiert, dass möglichst niemand im Raid K.O. geht. Und eure Pokémon sollten natürlich EV trainiert sein, damit sie bestmöglichst auf den Kampf vorbereitet sind. Und wie das geht, das zeige ich euch in diesem Video.